Wo sind wir hier? Wir sind hier im Solanfora. Im Apartment? Ja, genau, Solanfora Apartment. Wie viele Sterne hat das? 4 Sterne. Und du hast ja gerade schon ein bisschen reingespitzt, habe ich gesehen. Ja. Ist das schön? Ja, traumhaft. Kann Zeig man uns hier. Das mal. Kann man hier. Das ist total genial. Hier sind wir zum Beispiel in unserem Apartment Solanfora. Mhm. Ist hier auch Selbstverpflegung? Auch Selbstverpflegung, ja. Ja. Aber wie gesagt, wie die anderen, die Zimmer können, die Gäste können auch seine Sachen mitbringen. Aber viele, die in den Urlaub gehen, die kaufen sich keine Sachen. Wir geben nur die Möglichkeit, viele kommen und wollen den Urlaub genießen. Weil wir haben genug Gastronomie hier. Genau. Wir haben genug Gastronomie hier, die sehr gut sind. Mhm. Aber wenn derjenige was sich selbst machen möchte, gerne. Wir haben hier alles, was man sieht. Wir fangen hier mal an. Wir zeigen dir jetzt zum Beispiel, das ist der Gäste-Wesse. Ja. Das ist ja auch wieder sehr mediterran gehalten, also sehr warm von den Farben. Genau. Hier haben wir das Hautbadezimmer. Mhm. Wie du siehst, renoviert sehr. Diesmal modern. Keine Badewanne. Genau. Eine Dusche. Eine Duschekabine. Mhm. Dann haben wir hier Kleiderschrank. Und Staubraum, sind wir auch so brauchen. Das Apartment sind auch klimatisiert. Ja. Ja. Hier haben wir eine Schlafzimmer, das können für die Kinder sein oder für zwei Erwachsene. Mhm. Auch klimatisiert. Wie viele Leute können hier drin schlafen? 4. Ja. Zwei Kinder, zwei Erwachsene oder 4 Erwachsene. Ja. Ja. Und wie gesagt, die Apartments sind für jede geeignet, nicht nur für Familie, sondern für 4 Freunde. Mhm. Weißt du, wie viele Quadratmeter die sind? Die sind ungefähr 58 Quadratmeter. Ja. Hier hast du einen traumhaften Blick auch. Ja. Ist das denn jetzt ein Zimmer mit Mehrblick hier oder muss man da kann man nein, 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 nein. Das ist eine normale Standard-Apartment. Das kriegt man einfach zu. Ich meine, das ist ja hier ein gigantischer Ausblick aufs Meer und das ist ein Standard-Apartment. Da haben die Glück gehabt. Das ist das Gute, dass unsere Stella Resort Anlagen haben. Wir sind im Wasser rundherum, über alles ist Wasserblick und so weiter. Und das macht auch attraktiv und auch ein bisschen erfrischend. Mhm. Wie du siehst, modern aus in unserer Ausstattung mit Plasma-TV. Ja. Hier unsere Kommode und so weiter. Alles, was man so braucht für einen schönen Urlaub. Mhm. Ein Apartment mit super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wie liegen die ungefähr? Bei 300 Euro die Nacht. Und wie ist das am besten zu buchen? Was würdest du da empfehlen? Ja, über Reisebüro. Über Reisebüro. Über Reisebüro. Das finde ich gut. Ja. Und zeigen wir weiter hier. Mhm. Über Reisebüro. Aber auch, du weißt schon, unsere Internetseite. Ja. Hier zum Beispiel die Küche. Mhm. Ja. Auch ausgestattet mit Mikrowelle und Herd und so weiter. Mhm. Eine kleine Essraum hier. Ja. Bereich, beziehungsweise kein Raum. Ja. Und wir gehen hier raus, unsere Highlight hier in unsere schöne Terrasse. Ja. Mit diesem wunderschönen, traumhaften Blick. Was habe ich da gerade gesehen? Da ist ein Grill in der Ecke? Ja, das ist ein Grill in der Ecke. Das heißt, man holt sich dann im Supermarkt irgendwelche Grillwürstchen? Genau, kann man selbst grillen hier. Ja, Wahnsinn. Das kann man selbst grillen. Und was wir auch, das haben wir auch in den Villen. In den Villen kann man auch grillen, aber mit Elektrogrill. Ja. Man kann sich selbst einen Elektrogrill mitbringen. Aha. Ja, aber das ist wirklich wunderschön. Aber es gibt nicht auch irgendwelche Villen, die haben einen Kamin auf dem Zimmer? Also irgendwas hatten wir da gesehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier, war das kurze Frage, war das in der Villa, wo du jetzt schläfst, ist da nicht ein Kamin mit drauf? Nein. Sowas? Nee? Wo war das? Bei uns auf dem Balkon. Bei uns auf dem Balkon ist... ist auch nicht schlecht, aber hier ist auf jeden Fall, komm, wir zeigen einmal den Blick, Gero, genau. Wenn du das einmal kurz zeigen könntest, damit wir das einmal hier sehen. Also man kann sich dann hier einen Stuhl oder eine Liege nehmen und hier direkt am Yachthafen flanieren. Wie ist das mit den Motorbooten? Wen gehören die? Weißt du das? Sind das irgendwelche Einheimischen? Oder? Irgendwelche Einheimische, ja. Die haben kroatische Flagge, wie man sieht. Ja. Sehr schön, sehr schick. Ja. Wenn du hier mit deinem eigenen Boot Urlaub machen musst und direkt vor der Tür parken kannst. Ne? Kann man sich auch Boote leihen? Weißt du das zufällig? Es gibt ja, die man sich leihen kann. Und wir haben auch irgendwelche für Wasser, haben wir irgendwelche Boote. Ja. Wie heißen diese Boote? Diese Tretboote. Tretboote. Die man sich auch leihen Ach, kann. Da hinten sind weiter. Tretboote, ich genau. sehe das gerade. Und das ist natürlich auch toll. Ja. Bist du schon mal so ein Tretboot gefahren? Ja, habe ich schon. Auch ganz schön, ganz anstrengend. Ne? Ja, anstrengend, aber es ist gut zum Trainieren. Ja. Das sehen wir zum Beispiel, wie gesagt, alles
ist so wie in einem Park, in einem Dorf. Alles ist ruhig, gemütlich, kein Stress, keine Hektik, keine laute Musik. Ja, das ist wirklich, ich bin selbst sehr, viel, sehr, sehr stolz auf unsere Melia Hotels in Kroatien. Das ist wirklich traumhaft und du erlebst das, du selbst sagst, das ist ja total schön, das ist ja herzlich. Ja. Und vor allem die Menschen, die Kroaten, die sind wirklich sehr liebevoll, sehr serviceorientiert und Kroatien hat was Tolles und das ist dieses tolle Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Also ich glaube hier wirklich, wenn man hier ein paar Tage ist, kommt man total runter. Ich sehe das dafür drüben, kniffeln die oder spielen da irgendwelche Würfelbrettspiele. Hier gehen die ganz in aller Entspanntheit irgendwo an der Promenade entlang. Ja? Guck mal, einmal kurz drauf zeigen. Ja, hallo? Kannst du deine Fragen? Guck mal. Ja, komm, wir gucken mal. Komm, wir filmen die mal. Wir fragen die mal, wie es denn hier gefällt. Mal gucken, ob die Deutsch, Englisch, Spanisch sprechen. Frag die Weiß mal. Ich nicht, wir gucken, wir testen mal. Hallo? Spricht ihr Deutsch, Englisch, Spanisch? English, okay. You like it here? Oh, yeah. It's good for holiday. Yeah, we are from television. Holiday television for Melia. And it's a good apartments here and beautiful sea. And yeah, it's very nice here. What do you do the whole day? What? What do you do the whole day? You go to the beach or? Oh, yeah, we go to the beach, swimming and relax. Like, yeah. Relax. Yeah. It's really relaxing. We see you playing Kniffel in German. Yeah. Cool. Yeah. Then we wish you a nice holiday. Have a nice time. You too. And enjoy your holiday. Thank you very much. Bye.